Hi. Also, ich fange jetzt einfach an. Wir warten jetzt nicht mehr, wenn Türen aufgehen oder zugehen können. Das stört mich das nicht. Ich sag trotzdem nochmal, wer ich bin, auch wenn mich die meisten vielleicht schon kennen. Ich bin Flo, Zero Skiller. Ein Bild von mir. Das übrigens richtig geschrieben. Auf der Webseite steht immer noch zusammen, aber immer noch wird auseinandergeschrieben. Immer noch wird auseinandergeschrieben. Wollte ich nur kurz erwähnen. Das Thema heute. Das ist eigentlich ein ziemlich ernstes Thema, vor allen Dingen, weil es uns jetzt in den letzten Jahren ja doch irgendwie andauernd auch in den größeren Medien um die Ohren geflogen ist, so seit Stuxnet. Und ich habe mal einfach so ein Maltego-Ding mal angeworfen und mal Cyberwar eingegeben. Warum stehe ich eigentlich hier? Also als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, so vor 4,5, 5 Jahren, habe ich halt irgendwie gedacht, naja, das ist so Theorie und da reden wir mal so drüber und das wird auch erstmal so bleiben. Ja, und man hatte so eine Ahnung, dass halt Sicherheitslücken existieren und Leute da sich Gedanken machen, auch starten, und dann irgendwann kam halt dieser große Hype 2010 im Juni, als halt die iranischen Zentrifugen auf einmal, das wusste man ja alles auch noch gar nicht sofort, das ist ja auch alles erst nach und nach rausgekommen, was dieser Virus gemacht hat. Man hat dann die ganze Welt darauf angesetzt, diesen Virus zu disassemblen und zu gucken, was der macht. Naja, und seitdem verfolgt uns das Thema. Unsere Militärs reden andauernd davon. Gestern haben die Japaner die Chinesen, also japanische Hacker, chinesische Webseiten angegriffen und andersherum. Überall ist in das Hacken, was sonst eigentlich immer, so wie ich es in Erinnerung hatte, sehr apolitisch war oder nicht so politisch, zumindest nicht so nationalpolitisch war. Ja, also Hacker haben oft schon eine politische Meinung gehabt, aber nicht in der Ebene wie Nationalstaaten. So, und das Thema verfolgt uns. Und meine Idee war, ich weiß nicht, ich habe mir überlegt, ich möchte, dass ihr alle, nachdem ihr hier rauskommt, einmal so einen Grundüberblick über das Thema bekommt. Und dass ihr, wenn ihr nächstes Mal diesen Begriff lest in der Zeitung, irgendwo, dass ihr kritisch mit dem Begriff umgeht, kritisch euch anguckt, was ist das überhaupt, um was geht es da überhaupt? Und vor allen Dingen, dass wir anfangen, das Thema sachlich zu diskutieren. Das ist das Allererste. Die Sache ist, ich möchte, dass ihr hier danach rauskommt und auch sagen könnt, ich habe jetzt auch ein bisschen Expertise in dem Bereich, weil im Grunde genommen, so viel wissen wir alle nicht, auch die angeblichen Experten wissen nicht viel, denn die Experten, die es gibt, die dürfen darüber nicht reden, denn es ist alles streng geheim. Also sind wir nämlich schon bei dem ersten Problem, aber darauf gehen wir später nochmal ein. Ich habe mir jetzt überlegt, da der Begriff auch irgendwie so, eher aus der Science-Fiction-Szene kommt, habe ich mir überlegt, dass wir den Begriff einmal kurz uns anschauen, weil der meiner Meinung nach für das Verständnis eigentlich mit eines der grundlegendsten Sachen ist. Es ist zwar ein bisschen trocken am Anfang, aber da müsst ihr jetzt durch. Ich weiß, es ist spät und wenn einer die Augen kurz zumacht, dann glaube ich, hört er trotzdem zu. Ansonsten hole ich gelbe oder rote Karten raus. Also, der Begriff Cyberwar habe ich hier mal aufgelistet, ne, ist Kybernetik, Cyber als Präfix im ersten Teil und War oder dann übersetzt Krieg im zweiten. Da gibt es halt einmal die Kybernetik, das ist eigentlich ein uraltes Wort, das kommt aus dem Griechischen, haben schon die alten, Platon hat das schon benutzt, das Wort, da geht es ums Lenken, um Steuern und etwas steuern, also das heißt, ich steuere aktiv etwas. Ja, das ist so der Urbegriff davon, der wurde irgendwann später in... Auch, genau, also unter anderem. Und es ist... Also dieser Begriff hat sehr viele Bedeutungen, grundlegend ist Steuern lenken. So, Krieg ist klar, also die Kriegsdefinition hat sich auch mittlerweile immer mehr in Richtung Konflikte begeben. Das heißt, wir haben eigentlich gar keine Kriege mehr, sonst alles nur noch Konflikte. Aber das Wort selbst beinhaltet eben das Standardwort Krieg und das sind halt eben zwei Staaten. So, im Grunde genommen ist das so der Grundbegriff. Ja, da können wir natürlich jetzt weiter die Definition von der Bundeszentrale für politische Bildung runterbeten. Was ist Krieg und so weiter und so weiter. Können wir internationale Rechte uns anschauen und ich will jetzt aber erstmal nur kurz so einen Überblick. Daraus besteht dieser Begriff, wo wir eigentlich seit Monaten und Wochen drüber reden, was überall in den Medien steht und was meiner Meinung nach fast nur falsch benutzt wird für irgendwas, was es gar nicht ist.
Das ist eigentlich das Erste. Das ist ein Riesenkritikpunkt. Ich meine, das ist eben Krieg und Krieg ist nicht über irgendwas, was man mal eben zu benutzt. Ne? Also ich möchte nur erinnern, als das Wort Afghanistan-Krieg benutzt worden ist, ist in den Medien ein Riesenaufschrei gewesen, das ist kein Krieg. Ja? Und genauso sensibel sollten wir mit dem Wort halt eben auch in diesem Wort halt umgehen. Ich habe da mal zwei Leute mit aufgeschrieben, so, die finde ich meiner Meinung nach das ganz gut auf den Punkt bringen. Der eine ist ein Prof von mir gewesen. Der hat einfach mal so geschrieben, dass im Grunde genommen wir gar nicht wissen, gibt es jetzt schon Cyberwar? Ist das, was jetzt irgendwie passiert im Moment, ist das, keiner weiß ja eigentlich genau, was passiert. Was wieder auch umgehend direkt mit der einfachen Antwort zu begründen ist, dass eben keiner wirklich hinter die Kulissen schauen kann. Bruce Schneier hat es, finde ich, am besten beschrieben. Also es geht auch wie immer darum, wer die Definitionshoheit hat in dem Bereich, der wird am Ende definitiv die größten Vorteile haben. Die Amerikaner haben da ganz, ganz viel getan und viel veröffentlicht und viel publiziert und so, weil sie natürlich sich da die Hoheit erhalten wollen. Ich finde, ich lese jetzt nur mal den unteren vor von Bruce Schneier. The biggest problems in discussing cyber war are the definitions. The things most often described as cyber war are really cyber terrorism and the things most often described as cyber terrorism are more like Cybercrime, Cybervandalism or Cyberhooliganism or maybe Cyberespionage. Das heißt, wir haben irgendwie alles mit dieser Präfix Cyber genommen, haben das irgendwie in einen Topf gerührt und dann am Ende haben wir einfach gesagt, das heißt jetzt alles Cyberwar. Das ist natürlich völliger Bullshit, denn wir haben das große Problem, an so ein Wort wie Krieg sind auch rechtliche Definitionen gebunden. Und das ist auch gut so. Ja? Und wenn wir das alles durcheinander werfen, kriegen wir irgendwann ein Problem, wie wir jetzt im Moment auch sehen. Also Stuxnet hat gezeigt, ja, die Iraner sollen angeblich jetzt amerikanische Banken angegriffen haben. Ja, sind sie jetzt legitimiert, weil ihre Iran sind? Ja, und so weiter. Also diese ganzen Fragen stellen sich, keiner weiß eigentlich, was wirklich passiert. Und ich will jetzt einfach mal so ein bisschen Aufklärung geben, was eigentlich so Konsens unter den Leuten ist, die sich damit länger beschäftigen. Und das möchte ich euch vor allen Dingen mitgeben, damit ihr, wenn ihr den Begriff das nächste Mal irgendwo im Web oder irgendwo auftauchen seht, dass ihr einfach sofort seht, wenn das irgendwie in einem Zusammenhang steht mit WikiLeaks oder Anonymous und das Wort Cyberwar in einem Satz stehen, dann ist sofort, dann sollte bei euch das große WTF auf eurem, und dann müsst ihr denken, nee, lese ich erst gar nicht weiter, ist einfach nicht relevant. Darum geht es eigentlich, ja, also erstmal Aufklärung, Sensibilität für das Thema und vor allen Dingen nicht dieses Hype-Thema. Wir müssen jetzt einmal kurz so ein bisschen, wir müssen jetzt ein bisschen Theorie machen. Ich weiß, es ist trocken. Es wird am Ende noch ein bisschen spannender. Ich mache es auch schnell. Also es ist so, wir haben ja sonst so Krieg zu Land, zu Wasser. Das ist ja schon uralt. Das machen wir schon seit Jahrtausenden. Da haben wir schon lange Geld und Zeit und Energie und Intelligenz hinein investiert, um uns da Boote zu bauen, Waffen zu bauen und so weiter. Irgendwann im letzten Jahrhundert sind die Flugzeuge dazugekommen. Da haben wir uns auch ganz viele tolle Sachen überlegt. Und dann kam irgendwann der Krieg im Weltraum sozusagen, ja. Und der dazu geführt hat, dass wir auch irgendwann Interkontinentalraketen hatten, dass wir irgendwann Satelliten und so weiter und so weiter. Und eine Sache ist eben ganz entscheidend, dass in den letzten 60, 70 Jahren überall in all diesen Bereichen von unten sowas durchgewachsen ist. Das hat eigentlich keiner gemerkt. Das ist auch übrigens in der Gesellschaft passiert. Also da könnte man noch irgendwie was anderes reinschreiben. Das ist überall passiert. Das ist überall durchgewachsen, diese ganzen kybernetischen Ideen aus den 50er Jahren. Da können wir die Macy-Konferenz nennen, da können wir ganz viele Vordenker aus dem Wiener Kreis nennen, die ganzen Logiker, die da alle irgendwie sich überlegt haben, dass es mal irgendwann sowas wie das Internet oder sowas geben können, dass Dinge untereinander kommunizieren, dass es sowas wie IP-Adressen gibt, also und so weiter, dass es Kommunikation unter Gegenständen gibt. Das ist überall passiert. Naja, das ist eben auch bei den Militärs passiert. Die haben halt angefangen zu erkennen, dass es total praktisch ist, wenn da so jemand in seinem Führerbunker da sitzt irgendwie, dass der auf einmal dann auch weiß, was alle seine Truppen tun, dass der alles sich anschauen kann, komplette Überblick über die ganze Lage hat. Ja? Das ist hat sich so etabliert, die nennen das dann unterschiedlich, die einen nennen das dann irgendwie C4ISA, die anderen nennen das Network Operations Centric, also ganz viele Fachbegriffe, damit will ich euch jetzt aber gar nicht so stark nerven.
Naja, und das hat eben dazu geführt, dass eben von unten auch diese Technik durchgewachsen ist, dieses ganze Verbinden von allem. Die wollten alles miteinander verbinden. Das ist die Idee des Militärs, alles miteinander zu verbinden, weil dadurch sind wir einfach wesentlich agiler, was auch immer. Naja, und das hat eben, große Vorteile, große Nachteile, wie man sieht. Und ich glaube, dass eben genau das, was da jetzt passiert ist, viele Leute unterschätzt haben. Es ist unglaublich schnell gegangen. Und diese Geschwindigkeit, die da vollzogen ist, die hat natürlich die älteren Leute, die da in solchen Institutionen die Entscheidungen treffen müssen, halt ein bisschen überrumpelt. Ja, also der General, der seine E-Mails ausdruckt, der musste jetzt auf einmal sich mit solchen Sachen auseinandersetzen und das hat natürlich Zeit gedauert. Und das ist im Grunde genommen so eine Idee, die ich mir so überlegt habe, so dass eigentlich das alles von unten langsam gewachsen ist. Und einmal, also dieses Cyber, dieses ganze Computerzeug, also Panzer sind fahrende Computer, Flugzeuge sind fliegende Computer und so weiter. Das ist halt alles miteinander verbunden und alles irgendwie in dieser Domäne da unten zusammen gepackt. Und irgendwie hat man gar nicht gemerkt, dass das natürlich auch ein Angriffsvektor geworden ist hier unten. Ja? Und zwar ein mittlerweile ziemlich großer. Und ich werde nachher noch mal kurz diese ganze Drohnen- und Roboter-Debatte noch kurz anführen, weil die auch gerade ein bisschen in der Diskussion ist. Und ich glaube, da müssen wir auch Öffentlichkeit für schaffen, dass wir das diskutieren. Eine kleine Definition, also und zwar, was wirklich Cyberwar ist. Also wir gehen gleich noch mal auf zwei grundlegende rechtliche Sachen ein. Also das ist im Grunde genommen so eine ganz einfache Sache. Also Cyberwar ist die Ausnutzung von Sicherheitslücken in diesen vernetzten Technologien der klassischen Domäne. Also das heißt, man hat überall IT drin, in allem. Ja, das heißt, es ist auch irgendwie alles angreifbar über IT. Das Zweite ist, es ist natürlich eine komplett neue eigene Domäne, aber die nicht irgendwie wie Land, Luft, Wasser oder Weltraum irgendwie so existiert, so unabhängig. Ja, das ist ja alles, das ist halt irgendwie doch noch wesentlich künstlicher als zum Beispiel Land oder Luft. Und das führt natürlich auch zu ganz anderen Problemen. Natürlich haben wir physikalische Eigenschaften, wie zum Beispiel der Transport über Glasfaserkabel oder so. Das ist natürlich alles Physik, das ist eine natürliche Konstante. Aber eben auch vieles, was eben nicht naturbedingt so entstanden ist. Cyberwar ist die Gesamtheit aller Angriffe über den Cyberspace mit den Vektoren Zerstörung, Manipulation und Spionage während einer kriegerischen Handlung. Also ich persönlich gehe davon aus, dass wir bis heute eigentlich, wenn überhaupt, nur zwei oder drei Vorfälle hatten, wo man ansatzweise davon reden könnte, aber da bin ich mir auch bis heute nicht so sicher. Warum die Null? Ja, ich streite immer wieder mit Leuten, die gerne eben Cyber hier so nebensetzen wollen, wie so ein fünftes Ding. Und ich glaube, das ist falsch, weil diese hier, diese vier, die könnten einfach ohne das, ohne weiteres existieren. Aber Cyber hätte ohne diese anderen Domäne keine Existenzberechtigung. Also ich habe das auf eine ganz einfache Formel gemacht. Also im Grunde genommen ist der Cyberspace nur der Mittel zum Zweck. Also die Null, mir fiel da noch diese kleine amüsante Geschichte ein, ich glaube 1997 oder so hat irgendein Informatiker auf so einem großen Kampfschiff gesessen und musste da irgendwas am Computer machen und da hat er irgendwie aus Versehen in seinem System durch Null dividiert und naja, ihr wisst ja, was passiert, wenn man durch Null dividiert, da ist das ganze System abgestürzt und dieses Boot schipperte dann irgendwie so da, ich meine, es war im Pazifik rum, war orientierungslos und gar nichts. Sie haben, glaube ich, irgendwie 2 oder 3 Tage gebraucht, um alle Systeme wieder zu booten, weil da so ein Stapel Windows-CDs und so ein Stapel DAS-CDs stand. Ja? Also wie gesagt, also der Cyberspace selbst hat eigentlich nur seine Berechtigung durch die anderen und vor allem nur durch den Angriffsvektor auf die anderen. Ja? Ich habe das mal so in einem ganz kurzen Satz zusammengefasst. Cyberwar sollte aufgrund dieser speziellen Eigenschaften Domäne 0 genannt werden, ebenso wie die 0 ihre Bedeutung im Zahlensystem erst durch die Bezugnahme auf die natürlichen Zahlen erhält. So kann auch Cyberwar erst durch die Transzendenz der klassischen 4 Domäne seine Wirkung entfalten. Ja, also hätten wir diese ganzen modernen Boote mit dieser ganzen Technik drin nicht, sagen wir mal so alte russische analoge Kampfjets, die sind einfach nicht anfällig für sowas, weil die einfach nur analog funktionieren. Da könnte man vielleicht noch irgendwie mit elektromagnetischen Impulsen was machen oder so, aber ansonsten wäre das nicht interessant.
jetzt gehen wir noch mal einmal kurz auf die rechtliche Debatte ein. Da gibt es nämlich zwei ganz unterschiedliche Sachen, die ich euch auch mitgeben will, weil die nämlich ganz, ganz, ganz wichtig sind. Und da fängt es nämlich an, wo die meisten Fehler auch, wenn man da Zeitungsartikel oder so liest, drüber entstanden sind. Das ist das Jus ad bellum und das Jus in bello Prinzip. Das Latein, das Recht zum Krieg und das Recht im Krieg, kurz übersetzt. Ganz entscheidend eigentlich, weil im Grunde genommen diese beiden Prinzipien so irgendwie unser internationales Recht koordinieren. Und Jus in bello ist eigentlich ganz klar, das ist das, was ich gerade beschrieben habe. Da, wo ich glaube, ich glaube bis heute, dass ein Cyberkrieg in dem Sinne nur existieren kann, wenn schon ein konventioneller Krieg vonstatten geht. Also so ohne weiteres ist das nicht möglich. Ein Auslöser durch Cyberattacken werde ich jetzt drauf eingehen. Und ich möchte mal einmal kurz so sagen, wo ich glaube, ganz viele Fehler in den letzten Jahren gemacht wurden, alles in einen Topf geworfen sind. Das sind so meiner Meinung nach die vier großen Themen, wo alles zusammengepackt worden ist. Spionage, Sabotage, Kriminalität, Aktivismus. Und da werde ich später auch nochmal drauf eingehen, warum ich das Thema auch bei den Piraten übrigens so wichtig finde, weil wir Gefahr laufen, dass Leute, die sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen, zum Beispiel Aktivismus als Cyberwar bezeichnen oder als Terrorismus. Und habe ich was, wolltest du was sagen? Wenn es dich jetzt nicht zu sehr stört, würde ich genau Quatsch, an der Stelle jetzt gern fragen. Weil Spionage und Sabotage sind beides klassische Taktiken auch aus der Kriegsführung, also auch vom Militär. Inwiefern löst du die jetzt von den anderen Ebenen der Kriegsführung ab? Also ich habe deswegen Jus ad bellum, also es geht halt eben darum, was kann ein Krieg auslösen? Damit ich einen Rechtfertigungsgrund habe, einen Krieg auszulösen. Und da wären halt Spionage und Sabotage können natürlich, habe ich ja auch in meinem anderen, in dem anderen Ding hier kurz geschrieben, fallen natürlich auch mit in eine kriegerische Handlung. Aber die können genauso gut Auslöser sein für einen Krieg. Also das wäre sozusagen die Erklärung für, also du hast vollkommen recht, das fällt in beide Spektren. Einmal in das Jus ad bellum und einmal in das Jus in bello. Das ist das ganz Entscheidende eben, Spionage, Sabotage. Also ein Beispiel für Spionage, Wirtschaftsspionage. Die Amerikaner diskutieren seit Jahren, ob sie die Chinesen irgendwie belangen können, dass so massiv Wissen abgezogen wird, Wirtschaftsspionage. Wird da sehr, sehr viel diskutiert, ob es da sowas wie Wirtschaftskrieg dadurch ausgelöst werden kann. Ja? Das wäre zum Beispiel ein Beispiel, wie ein regulärer Krieg begründet werden kann. Es wird so viel spioniert, so viel Wissen abgezogen, dass irgendwann irgendwer sagt, so jetzt reicht's, jetzt müssen wir da irgendwie gegen vorgehen. Sabotage wäre jetzt das Beispiel, es wird irgendeine Aktion gemacht, wie jetzt zum Beispiel die Zentrifugen, ja, und das wird aber, das fliegt in die Luft, dann hätte ich auch theoretisch einen Kriegsgrund. Ja? Und darum geht es eben bei dem Jus ad bellum, dass man einen Kriegsgrund hat, dass man sagen kann, ich greife zurück an. Dass diese beiden Prinzipien auch in der normalen kriegerischen Handlung vorkommen, vollkommen richtig. Danke, das hatte ich so. Und naja, Kriminalität haben wir natürlich auch im Netz, das ist auch ein Riesenthema. Ich glaube, das ist übrigens der erste Ansatzpunkt, wo wir international besser zusammenarbeiten können und überhaupt erstmal eine Vertrauensebene schaffen können. Weil da gibt es zwar das Budapester Abkommen in Europa, was schon ziemlich cool ist, ansonsten international. Oh ja, die sind alle, haben da nicht so viel Lust, sich hinter die Karten schauen zu lassen. Ne? Also das ist natürlich ein Bereich, wo alle Staaten dann noch sehr nah alles miteinander verflochten haben und die natürlich befürchten, dass wenn ich dem anderen jetzt zeige, so wie wir da so vorgehen und so, dass sie natürlich Informationen bekommen, die anderen, die sie sonst später in irgendwelchen Fällen nutzen könnten. Ja, Aktivismus ist übrigens auch ein Riesenthema. Wie oft habe ich WikiLeaks mit Cyberwar, Anonymous mit Cyberwar, die Timeline ist voll seit 2 Jahren. Ich frage mich dann immer so, was die Leute glauben. Wisst ihr, was das Schlimme ist? Es gibt Leute, die argumentieren wirklich, dass Aktivismus in einigen Fällen Terrorismus oder auch sogar wirklich Cyberwar ist. Ja? Weil der Begriff einfach so schwammig ist, dass Leute diesen Begriff nutzen, um halt eben Leute, die aktiv im Netz irgendwelche Dinge tun, zu belangen. Und zwar, man muss sich das überlegen, wenn ich jemand als Terrorist einstufe, das ist auch wieder ein Begriff, der international rechtlich irgendwo ein bisschen definiert ist. Da kann ich mit ganz anderen Repressionsmitteln arbeiten, als
wenn ich das als kriminelle Handlung oder als Aktivismus oder als Vandalismus oder sonst was, da müssen wir uns auch im Klaren drüber sein, dass durch diese schwammigen Definitionen unglaublich viel Spielraum auf Dauer verloren geht für alle im Netz. Das ist, glaube ich, noch nicht wirklich angekommen, weil das noch zu selten einfach auseinandergetüttelt wird. Ja, also das ist sozusagen das Prinzip ein Kriegsrecht. Wo habe ich einen Grund, irgendwann Krieg zu führen? Und ich glaube, die einzigen Fälle, wo ich glaube, dass es überhaupt mal möglich sein könnte, wären eben Spionage und Sabotage. Ja? Das wären die einzigen, wo ich sage, okay, da könnte ein Staat, wenn es wirklich knallt, sagen, okay, jetzt können wir, greifen wir zurück an, jetzt machen wir sonst was. Kriminalität und Aktivismus halte ich für, da muss man einfach sagen, da sind die Kapazitäten nicht da und das geht nicht. Also da halte ich für sehr unreal. Es gibt viele Leute, die sagen, ja klar, die Kriminellen, die bauen dann für die Staaten und so, aber da gehen wir gleich noch drauf ein. Ich gehe mal jetzt weiter. Jus in Bello ist im Grunde genommen das, was ich vorhin schon mal beschrieben habe, der wirkliche Konflikt, wo wir sagen, da sind wir im Recht im Krieg, ja, also da herrscht Kriegsrecht. Da habe ich eigentlich nur zwei Sachen, das ist einmal der Georgien-Konflikt 2008, wo halt parallel zu den Angriffen auch Webseiten runtergenommen worden sind, aber das war auch sozusagen, die haben aber mit Tools oder mit Werkzeugen gearbeitet, die auch, sagen wir mal, Aktivisten benutzen. Das ist nur parallel dazu gelaufen. Das sozusagen als Krieg zu bezeichnen, ist auch wieder sehr, sehr kritisch, denn es erfüllt nicht die Kriterien. Israel-Syrien-Konflikt, die Militärs sagen immer dazu, das war eher so eine Informations- oder Signal Intelligence. Ja? Die haben da sozusagen die Radaranlagen von den Syrern ausgeschaltet für 15 Minuten, sind mit ihren Fliegern rüber, haben den Atombunker zerstört, sind wieder zurück. Die Syrer haben das gar nicht mitgekriegt, erst als der Bunker kaputt war. Wolltest du, können wir auch gerne jetzt schon direkt, hast du ein Mikro? Ja, wenn dich das nicht stört, da ich da so reingrätsche. Also bei den Gründen zum Krieg ist nicht das entscheidende Merkmal jetzt auch zwischen Spionage, Sabotage auf der einen Seite und Kriminalität, Aktivismus auf der anderen, ob es sich um einen staatlichen Akteur handelt, der da irgendwas, der irgendwie agiert, weil ein Krieg muss ja zumindest nach klassischer Definition findet ja zwischen Staaten statt und nicht zwischen irgendwelchen Gruppen, also es sei denn, es handelt sich um einen Bürgerkrieg innerhalb eines Staates. Also es ist so, dass der allgemeine Begriff so definiert ist, dass die Staaten, aber da wir eben immer mehr asymmetrische Konflikte haben, ist der erweitert worden und zwar in dem Sinne, dass eben auch Konflikte von Gruppen aus Staaten als Krieg bezeichnet werden können. Ja? Wenn der Staat nämlich nicht dagegen vorgeht, dann ist das auch möglich. Aber das ist, wie gesagt, Kriegsrecht ist, das ist so ein bisschen die Esoteriker unter den Rechtswissenschaftlern. Das ist wirklich schwierig. Also ich gebe dir vollkommen recht, in der Grunddefinition ist das so. Und natürlich bei Sabotage und Spionage, aber man muss einfach auch unterscheiden, dass für so einen Angriff wie Stuxnet, also das hätten Kriminelle oder Leute so nicht einfach hingekriegt. Also das war schon lange Jahre geplant, das hat sehr viel Geld gekostet und Kriminelle haben da eigentlich kein Interesse dran. Genauso an Spionage in dem Maße, wie das betrieben wird. Es gibt Firmen, die arbeiten wahrscheinlich für Staaten, das gibt es schon, aber im Grunde genommen, da muss man auch nochmal, das ist nochmal ein Einzelthema. Wie gesagt, das sind die beiden Konflikte, die ich jetzt so mir mal so aufgeschrieben habe, so in den letzten Jahren, als ich das Thema beobachtet habe, wo ich sage, da könnte man irgendwie von reden. Und wenn überhaupt, dann nur von dem Israel-Syrien-Konflikt, als da die Atomanlagen kaputt gemacht worden sind. Da kann man wirklich sagen, dass da Cyber benutzt worden ist, um eben das Ziel zu erreichen. Und zwar eine Hauptkomponente. Ich würde jetzt zu einem ganz, ganz wichtigen Thema übergehen, was auch riesig diskutiert wird. Was nämlich genau auf die Frage, du hast gerade schon die Überleitung gegeben, wer war das denn? Ne? Also Georgien, Russland ist ganz klar, da hat man irgendwie IP-Adressen aus Russland verfolgt und so und die Russen haben gesagt, tja, wir helfen euch aber nicht, das aufzuklären, ist uns doch egal, wissen wir nicht, ist Internet. Die sind zwar so parallel gelaufen, dass jeder sagt, ja, das waren die auf jeden Fall, aber man kann es hier nicht beweisen. Deswegen zu dem nächsten Thema, Stichwort Attribution. Ganz wichtig, wenn wir über das Thema reden, ja, wir müssen ja irgendwie auch gucken, wie wir diese Leute zurückverfolgen können. Naja, und im Moment sieht es eher so aus. All my trace route showing stars, ja, also ist es schwer.
Es ist sehr schwer, es gibt da einige Gerüchte, dass zum Beispiel die NSA über Jahrzehnte Programmiercode von Programmierern gespeichert hat, den auf, ich sag mal, den Style von den Programmierern gecheckt hat und dann eben Schadsoftware danach scannt und guckt, ey, schaut mal, der und der hat so programmiert, dass man da halt irgendwie so eine Attribution herstellen kann, so eine Zurückverfolgung. Ja, so von wegen, ja, guck mal, der hat da so das Problem so gelöst, der hat das da und da gelernt. Ja, gut, ist aber rechtlich gesehen schwierig. Ist ein Riesenthema. Also bis heute habe ich noch nichts gesehen, was mich überzeugt hat, dass die rechtliche Attribution gelöst werden kann. Und da wollte ich auch sofort nochmal unterscheiden. Also es gibt einmal die technische Attribution. Die technische Attribution würde für mich bedeuten, jemand dringt irgendwo ein und für mich als Verteidiger dieses Netzwerks oder dieses Systems will ich eigentlich gar nicht genau wissen, aus welchem Staat das kommt oder was auch immer mich interessiert, nur erkenne ich diesenjenigen, wenn er bei mir reinkommt, nochmal. Das ist möglich, das geht. Dann weiß ich aber immer noch nicht, wer es war, aus rechtlicher Sicht. Dann habe ich aber zumindest schon mal es geschafft, aus technischer Sicht zu erkennen, wer es war. Und kann sozusagen bei der nächsten Aktion, wenn er nochmal mit den gleichen Fähigkeiten angreift, das sozusagen schon mal ein bisschen das Risiko reduzieren und mich schon mal ein bisschen besser schützen. Das ist die technische Attribution. Also die ist theoretisch in gewisser Weise möglich. Es gibt nicht so viele gute Programmierer auf der Welt, die sowas wie Stuxnet als Team machen können. Das muss man einfach mal klar sagen. Das ist auch, das ist einfach so. Also das gibt nicht so viele Menschen auf der Welt, die so ein gutes Team sind, die so viel Geld da hineinstecken und so weiter. Rechtliche Attribution, ja, das ist das Thema. Also da gibt es halt Leute, die sagen, ja, wir gehen nach diesem guten alten Prinzip, wer hat denn Interesse, uns anzugreifen? Und dann waren die das. Und dann gehen die hin und sagen so, du warst das und du musst jetzt beweisen, dass du es nicht warst. Also die Amerikaner finden das ganz, ganz spannend. Das nennen die Active Defense und sagen dann, okay, wir haben jetzt einen Angriff zurückverfolgt, entweder ihr helft uns, das aufzuklären, wenn wir das mit eurer Hilfe nicht aufklären, na, und dann gehen die immer weiter. Wenn die sagen, ja, das kommt dann von da, dann springen die zu diesem Punkt und so weiter. Das ist halt ein Endlosspiel, das dauert ewig lange, führt meistens nicht zum Ziel. Denn, ja, wenn der Angreifer gut ist, dann tarnt er sich halt gut. Man muss aber noch zusagen, dass eben bis heute keine perfekte Programme geschrieben worden sind, ja, das heißt also, es sind immer Fehler im Programm und damit kann man eigentlich auch einen Angreifer technisch immer gut attributieren. Aber da weiß man immer nicht, wer es war. Also rechtlich gesehen ist es halt ein Riesenproblem. Technische Attribution könnte ich mir vorstellen, dass es in Zukunft irgendwie ansatzweise noch gelöst wird, zumindest in solchen Bereichen, über die wir hier gerade reden. Jetzt kommen wir zu einem nächsten großen Thema, meiner Meinung nach auch in dem Bereich ganz wichtig. Auch, also wie gesagt, wir hatten jetzt so ein bisschen das Rechtliche, die Attribution, auch ein bisschen Technik. Jetzt gehen wir noch mal so ein bisschen, also ich, wie gesagt, bin ja selbst jetzt nicht so der Techniker. Jetzt gehen wir in den Bereich von Waffen. Das ist nämlich auch ein Riesenthema. Da gibt's auch wird ganz viel wildes Zeug erzählt, so Cyberwaffen oder überhaupt Waffen. Ja? Was sind das, was können die? Und da muss man einfach ganz klar sagen, dass die Waffen, die jetzt, sagen wir mal, irgendwelche Militärs oder irgendwelche Dienste oder sonst wer benutzen wollen, dass die ganz klar sich unterscheiden von so einer Standard-kriminellen Vereinigung, die irgendwie eure Bankdaten haben will oder so. Ja. Trotzdem passiert da was ganz Interessantes. Es gibt diesen Schwarzmarkt. Ja. Pavel findet eine Sicherheitslücke und erzählt mir das und ich sage, ey du, ich will die haben. Es gibt zum Beispiel ein französisches Unternehmen, das heißt Wupen, die machen das beruflich, die suchen den ganzen Tag nach Sicherheitslücken in allen Systemen. Die haben für alle Systeme Sicherheitslücken, für BSD, für Mac, für Linux, für alles. Ja, die suchen sich irgendwas raus und dann und sagen die aber, wir verkaufen das nur an NATO-Länder und wir werden das nicht den Firmen berichten, damit die das reparieren können, weil das hat ja einen Vorteil. Und das ist nämlich das ganze Neue an der Geschichte. Früher ist man nämlich hingegangen, oh, ich habe einen Fehler gefunden, cool. Jetzt berichte ich denen der Firma, die korrigieren das und dann stehe ich nächstes Mal drin in dem Patch bei Windows oder sonst wo als derjenige, der den gefunden hat. Und da hat man meistens sogar vielleicht danach noch einen Job gekriegt oder sogar vielleicht ein bisschen Geld. Mittlerweile bezahlen die auch Geld dafür. Aber nicht so viel wie zum Beispiel so ein Schwarzmarkt. Das ist ein Riesenproblem. Vor allen Dingen unsere Systeme werden dadurch unsicher, vor allen Dingen von uns allen als Bürger. Und wir merken das gar nicht. Und das läuft schon seit Jahren. Also man geht davon aus, dass die großen Staaten China und Singapur unter anderem auch, die auch ein großer Player in dem Bereich sind, USA, die sammeln seit Jahren fleißig
Sicherheitslücken und warten auf den richtigen Moment ab. Das ist natürlich für uns alle ziemlich doof. Wolltest du eine Frage stellen? Ja, klar, hau rein. Ja, und man muss ja beachten, wenn wir alle irgendwie Rechner haben, die lustige Sicherheitslücken haben, die möglicherweise die Fernsteuerbarkeit des Rechners ausmachen, hat halt ein potenzieller Angreifer mal alle Windows 7-Büchsen aus Deutschland unter der Hand und greift dann halt irgendwie mit, was weiß ich, 20 Millionen Rechnern an. Das ist halt dann irgendwie eine neue Kapazität. Ja, also das Interesse für Botnetze kann ich so wie, also bis heute kann ich es nicht verstehen, aber immer auf Konferenzen, wo ich in den letzten Jahren war und da waren irgend so wichtige Leute und die haben häufig sich für Botnetze interessiert, vor allem Militärs, was ich immer eigentlich immer total komisch fand. Also ich hätte mich zum Beispiel eher so für so kritische Infrastrukturen so aus deren Sicht oder irgendwie meine Software in meinem U-Boot oder sowas, aber die haben sich total für Botnetze interessiert. Wenn mir das einer erklären kann, wieso, ich kann es bis heute nicht verstehen. Also ich weiß es nicht, was die, aber wer weiß. Also wie gesagt, übrigens, das ist ein kurzer Ausschnitt von Stuxnet, nur so kurz. Das sind die 164 Kaskadensysteme, habe ich nur da reingepackt. Übrigens kann man sich so aus dem Internet runterladen, muss man ein bisschen suchen. Also. Aber kommen wir zum nächsten Punkt. Ich werde das Ganze aufteilen. Wir haben Cyberwaffen. Einmal können wir da so softwaremäßig was machen und hardwaremäßig. Ich möchte auch ein bisschen kritisch mit dem Thema umgehen und das möchte ich euch auch mitgeben, wenn ihr in Zukunft irgendwas zu dem Thema lesen solltet. Ja, wie gesagt, habe ich gerade angesprochen, Huawei, ZTE, Windows, OpenBSD, Linux und dann fällt immer dieses wunderschöne Wort, die bauen da ein, und zwar Logic Bombs. Hört sich total fies an, das Wort. Logic Bomb. Bedeutet eigentlich nichts anderes, als ich sage dem Entwickler von irgendeiner Firma, du baust jetzt für mich dann ein Hintertürchen ein und wenn ich das brauche, dann kann ich das benutzen. Wurde so häufig schon vermutet und gesagt, bei Windows gab es da Gerüchte mit der NSA, bei OpenBSD gab es da mal Gerüchte mit der NSA, Huawei, ZTE mussten sich jetzt gerade vom Geheimdienstausschuss in den USA rechtfertigen, dass sie nicht für China spionieren. Das Interessante ist, dass dieses Logic Bomb Word eigentlich sehr gut genutzt werden kann, um Panik zu machen. Problematisch ist aber, dass 99% von den Lücken, die da gefunden worden sind, einfach herkömmliche Sicherheitslücken sind. Ja, also Huawei zum Beispiel, da gab es jetzt letztens auf der DEFCON einen Vortrag hier auch von zwei deutschen Hackern. Die haben gesagt, Logic Bombs, das Ding ist so durchlöchert wie ein Schweizer Käse, für was Logic Bombs? So, Leute, guckt ganz ehrlich so, ne? Lass uns erstmal das normale System fixen, dann können wir über die 1% Logic Bombs reden. Ja, also da muss man auch wieder ganz, ganz, ganz kritisch sein, weil da wird auch ganz viel Geld mitgemacht. Ganz, 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 ganz viel Geld. So, Software, das ist ein Riesenthema. Übrigens, bei Software möchte ich auch noch mal kurz eine ganz wichtige Sache anschneiden, die mir so auch in der ganzen Diskussion mit Überwachungssoftware, es war letzte Woche in Berlin, Human Rights Watch und so im Auswärtigen Amt war eine große Veranstaltung, die haben darüber diskutiert, Handelsembargo, Waffenexport, Überwachungstechnologie. Stichwort Finn Fischer, Stichwort andere Software, die entwickelt worden ist. Eine Riesenfrage, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, auch ein Blatt Papier, ja. Theoretisch kann ich nämlich auch Software auf ein Blatt Papier schmuggeln, ja. Also schreibe ich das halt da auf, nehme das mit. Ja, so wie das früher Leute sich, ich weiß gar nicht mehr, welcher Algorithmus das war, der DES, hat man sich damals auf T-Shirt oder so, oder irgendwer hatte sich sogar tätowiert, um es halt aus den USA, welcher war's? Genau, ja, auf jeden Fall gab es da nämlich ein Handelsembargo aus den USA, dass man eben die nicht handeln durfte und hat sich umgehört, ich will die aber mitnehmen. Ja, genau, es gab verschiedene, also alle damaligen entwickelten Krypto-Algorithmen durften nicht gehandelt werden. Ist eine riesen Frage, wie kriegen wir das in den Griff? Ich habe, wie gesagt, viele Fragen. Müssen wir auf jeden Fall drüber diskutieren. Wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir uns da Regeln auferlegen. Hardware. Ja, genau die gleiche Geschichte, ne, wie bei Software. Jetzt war letztens ein großer Artikel, Breakthrough Silicon Scanning Discovers Backdoor and Military Ship. Typ von den USA, von einer guten Universität, hat ein super geiles Angriffsverfahren für solche Militärships entwickelt. Ist ein relativ komplexes Ding, so kann man sich gerne durchlesen, das Paper ist spannend.
Naja, nach 2 Wochen Hype im Internet und Panikmache und so weiter, schrieb dann Micro Semiconductor, glaube ich, oder ich weiß gar nicht mehr, wer es war, irgendeine Firma schrieb dann, das ist unser Factory Key, da debuggen wir unsere Chips drüber. Den hast du jetzt halt gefunden. Ja, also 2 Wochen Panik, die Leute sind im Karussell im Kreis gelaufen und wussten nicht, ob ihre Panzer jetzt auf einmal morgen von Chinesen gesteuert werden. Ja, das ist wirklich so, ja, und die Unwissenheit ist eben da, ja, und am Ende stellt sich raus, ja, es war ein Factory Key, den wir da drin hatten, der war hardcoded und den konnte man irgendwie über dieser Side-Channel, ich glaube, es war, also auf jeden Fall war eine Attacke, wo man es halt auslesen konnte. Ja, es muss man auch, wie gesagt, Panik ist im Moment das Stichwort, das hilft super, um zu verkaufen, vor allen Dingen, wenn ich irgendwie Antivirenhersteller bin oder so, dann verkaufe ich dir so eine große Blackbox und sage, wenn du die bei deiner Firma für 1 Million hinstellst, hast du nie wieder Stress. Warte, ich gebe dir direkt das Mikro. Wobei, wenn man jetzt paranoid ist, könnte man natürlich sagen, die hatten für ihre Hintertür eine gute Plausible Deniability. Das wollte ich mir übrigens fürs Ende aufbehalten. So diese, du hast jetzt ein bisschen gespoilert. Das ist nämlich genau der Punkt. Jetzt haben die natürlich nach 2 Wochen diese Nachricht rausgehauen. Aber wer sagt denn nicht, dass die vorher das schon mit Absicht da drin hatten und dass jemand anders das wusste? Das ist nämlich genau der Punkt. Es ist eigentlich gar nicht möglich, das zu beweisen, ob es jemand intentional, also bewusst oder unbewusst da reingemacht hat. Das ist einfach nicht möglich, vor allen Dingen technisch nicht möglich. Also, das ist nämlich, wie gesagt, ja, also ich ein paar war gespoilert, aber das ist ja nicht schlimm. Nein, das ist ja gut. Ich möchte aber nochmal kurz auch so ein bisschen auch das, was ihr euch auch merken sollt, wenn ihr nochmal was zu dem Thema hört, allgemein was zu Cyberwaffen. Theoretisch sind die alle nur einmal benutzbar. Wenn ich einmal so ein Ding rausgelassen habe und mein Antivirenprogramm oder meine Firma hat das Ding erkannt, dann ist das Ding weg. Dann kann ich den nicht mehr benutzen. Nee. Also die AK-47 lassen sich auch später weiterverkaufen. Ja, da kannst du immer noch Leute mit aber wir haben doch hier dieses, kriegst gleich eine rote Karte. Nein, Quatsch, aber nicht die Raumschiffe. Na, ernst bei der Sache. Also wie gesagt, allgemein zu Cyberwaffen auf jeden Fall auch ein Thema. Wie gesagt, da wird so viel Mist zugeschrieben. Die sind alle nur einmal benutzbar. Das ist total, die sind auch dann deswegen gar nicht so billig. Ja? Also man muss unglaublich viel Geld schon alleine da dann immer benutzen, um diese Dinger, die man nur einmal kaufen kann. Die sind vergleichsweise zu einem Kampfjet natürlich noch billig, aber man braucht halt auch viele davon. Deswegen sehe ich auch so ein Problem mit diesem Handel, mit diesen Sicherheitslücken. Gibt es übrigens von der Electronic Frontier Foundation auch einen guten Ansatz, dass man da in Zukunft auch mal gegen vorgeht und da irgendwie einen globalen Open-Source-Markt schafft, wo Leute Geld dafür kriegen und zwar mehr, als sie von denen kriegen. Da hat man natürlich die Ideologen immer noch, ja, wie Wupen oder so in Frankreich. Lange Vorbereitungszeit, also ich selbst bin jetzt nicht so der Hardcore-Programmierer oder so, aber die Leute, mit denen ich geredet habe, die so sich ein bisschen mehr damit auskennen, die sagen, ja, also so ein weiß ich nicht, so eine kriminelle Software zu schreiben, die irgendwie deinen PIN-Code abfischt, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer als irgendwie spezielle Infrastruktursysteme in irgendeinem speziellen Land irgendwo ganz speziell anzugreifen. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also da braucht man nämlich nicht nur Informatiker, sondern Ingenieure, da braucht man Intelligence, da braucht man ganz, ganz, ganz viel Zeit, da braucht man Leute, die zum Beispiel die Zentrifugen aufgebaut haben und das Zeug einmal simuliert haben, ob das überhaupt wirklich funktioniert. Also das ist viel Arbeit. Da braucht man auch nicht hören, ja, das ist alles so billig und so weiter. Ja, es ist billiger, aber die Leute, die das machen müssen, das dauert Jahre. Also das ist nicht mal eben gemacht. Nachweisbarkeit, da hat, haben wir ja schon gerade das gesagt, im Grunde genommen, die Nachweisbarkeit ist eben nicht möglich, weil ich danach immer noch sagen kann, hey, das ist von uns ein Factory Key gewesen oder so, das haben wir da so drin, ne? Verfall von Sicherheitslücken über T. Ja, also ich finde jetzt eine Sicherheitslücke, verkaufe die teuer an irgendeinen Staat, der benutzt die aber nicht. 2 Wochen später findet Alios auch die gleiche Sicherheitslücke, reportet die aber, weil er ein ehrlicher Mensch ist und dann gibt es einen Patch. Dann ist meine Sicherheitslücke
futsch. Da kann man die nicht mehr benutzen. Das wird auch immer gerne untergeredet. Ja? Das wird auch immer gerne unterschätzt. Wie gesagt, was ich schon gesagt habe, gutes Team von Leuten. Es gibt nicht so viele hardcore gute Leute. Das ist einfach so. Natürlich sind wir mal mehr Menschen auf der Erde geworden, aber sind wir mal ganz ehrlich, das ist auch echt nicht so easy. Ja, also man muss schon ganz schön lange sich mit so einem Zeug auseinandersetzen, bis man mal so einen Exploit geschrieben hat. Ja? Also das ist nicht mal eben gemacht. Also zumindest für einen normalen Bürger nicht. Ja, das habe ich vorhin schon gesagt. Probleme für uns alle. Sicherheitsverlust für alle. Alle unsere Systeme sind da irgendwie betroffen, weil man weiß ja nicht, was der Gegner hat. Deswegen sammle ich ja alles. Wir haben vor allen Dingen bei der Hardware ein Problem. Viele sagen jetzt, ja, wir gehen dem Ganzen aus dem Weg, indem wir wieder in unseren Ländern Chips bauen für die kritischen Infrastrukturen. So, das Know-how ist schon längst in anderen Ländern. Wir haben gar nicht mehr die Fabriken, wir haben nicht mehr die Kapazitäten. Es kostet unglaublich viel Kohle. Es gibt gerade Initiativen in Deutschland, wo wieder diskutiert wird, Chips in Deutschland herzustellen, weil wir die ja dann sicherer produzieren können, angeblich. Muss man abwarten. Kostet unglaublich viel Geld. Und wir haben ein globales Produktionssystem, das wieder irgendwie zu sprengen und da irgendwie wieder so Sondersachen, das wird ganz, ganz übel. Vertrauen, ja, das ist ein Riesenstichwort und das ist auch das, was mich am meisten an der ganzen Sache, es wird halt unglaublich viel Vertrauen aus diesem ganzen globalen Internet- und Vernetzungsding nehmen, weil da fallen wir wieder meiner Meinung nach so ein bisschen zurück. Leider. Also das ist eigentlich das, wo wir auch als Piraten gegenarbeiten müssen, weil wir da sehe ich ein Riesenproblem, gerade das Vertrauen, was so eigentlich über diese ganze Netzoffenheit und da sind wir wieder bei dieser ganzen Debatte um Privacy, Post-Privacy, was für Daten stelle ich ins Netz. Ja, es ist auch eine Offenheit entstanden auf der ganzen Welt. Ich bin in meiner Gruppe auch mit einem Chinesen befreundet oder so, den kenne ich vielleicht gar nicht, aber der weiß trotzdem, wie ich heiße und wann ich geboren bin und sonst was, ja. Und dieses Vertrauen. Hatte ich schon angesprochen, Kriegswaffenkontrollgesetz ist bei Hardware, da können wir noch drüber reden, dann was zum Anfassen, bei Software wird es echt schwer. Da wird es richtig schwer. Also da gibt es auch technische Ansätze, aber die will ich jetzt nicht ausführen, die sind echt nicht trivial. Ja, die Kollateralschäden, die entstehen von Stuxnet zum Beispiel, ja, der Code ist draußen, wir Jungs so, wir sind jetzt ein cooles Team, wir setzen uns zusammen, wir können den Code uns angucken, wir können den für weitere Sachen benutzen, wir können gucken, wie sind die vorgegangen, wie haben die das gemacht. Der Kollateralschaden, der dadurch entstehen kann, ist nicht ansatzweise vergleichbar mit dem, was die Urheber da an Zeit hineingesteckt haben, ja. Das ist dieses Copy-Pasten, ja. Die meisten Kriminellen, die Copy-Pasten nur noch, die schreiben das nicht mehr selbst, das können die gar nicht. Die wollen Geld verdienen, die haben gar keine Zeit, sich mit Technik auseinanderzusetzen. Ja, und der Schwarzmarkt, der halt, wie gesagt, den ich erwähnt hatte, vor allen Dingen der Schwarzmarkt für das, über was ich rede, das ist nochmal ein anderer Schwarzmarkt, den die Kriminellen benutzen. Ne? Das ist nochmal ein Schwarzmarkt, der eigentlich gar nicht schwarz ist, denn der ist legal, denn da arbeiten, das sind Staaten, die da einkaufen. Ja, kurz, für mich alles relativ fatal, wenn wir da uns nicht mal ein bisschen intensiver mit beschäftigen. Will ich auch noch was von euch, also zumindest von denen, die Piraten sind oder die sich für das Thema interessieren oder die überhaupt Interesse daran haben. Also ich will, dass wir zum Beispiel als Piraten uns ein Fähnchen aufsetzen und sagen, ey, wir haben jetzt irgendwie diese ganzen komischen Begriffe und die wurschteln uns alles andauernd durcheinander und ich will einfach nicht mehr in dem Spiegel lesen, dass das und das Cyberwar ist oder ich will nicht mehr in der und der Zeitung lesen, dass das stimmt einfach nicht. Dass wir da uns hinsetzen, da können wir nämlich Akzente setzen, weil wir kommen ja irgendwie da so aus dieser Ecke, wo wir sagen können, wir bestimmen das jetzt einfach mal. Wir haben da so ein bisschen Definitionshoheit, die können wir noch nutzen, nicht mehr lange. Das möchte ich, das wünsche ich mir, dass wir da klare Begrifflichkeiten schaffen, vor allen Dingen, dass wir Leute, die Aktivismus im Netz, ich bin bis heute überzeugt, wir brauchen ein Gesetz, was Menschen Demonstrationen im Netz ermöglicht. Warum zum Teufel gibt es da Gesetze, dass ich das auf der Straße kann und warum gibt es das nicht im Netz? Da müssen wir drüber reden. Es kann nicht sein, dass wir das nicht haben. Weil manche Firmen sind nur noch übers Netz zu erreichen. Die haben keine Firma mehr, wo ich mich mit meinem Plakat vorstellen kann. Ja, es ist so. Es ist nicht mehr möglich. Ja, dann auch so die ganze Ecke internationale Politik. Ja, wir müssen auf jeden Fall Vertrauen mehr schaffen, wieder auch in unsere Abhängigkeit voneinander. Ja, die EFF-Initiative,
ja, Ausbau von Bürgernetzen, redundante Systeme schaffen. Es gibt die Hackers in Space. Wir sollten uns anfangen, Gedanken zu machen, wie wir Kommunikation aufrechterhalten, ohne den ganzen Wusel außen drum. Dass Leute lernen, wie das funktioniert, dass wir den Leuten zeigen, dieser Computer hat nicht nur ein Touchpad, sondern der hat auch dahinter etwas, da kann man Dinge mit tun und das funktioniert auch irgendwie, weil dahinter 80 Millionen Zeilen Code irgendwie in Einklang funktionieren oder auch nicht. Ja, so ein Thema, was auch viel diskutiert, digitale Diplomatie, wünsche ich mir auch mehr. Was das genau ist, muss man darüber diskutieren. Das wünsche ich mir einfach, dass da in diesen Bereichen, so, das habe ich mir so aufgeschrieben, das wünsche ich mir. Ich glaube, ich bin jetzt fertig. Ich weiß nicht, ob ihr, es war eine schöne Einführung, danach können wir dann mal über die Details reden. Nein, also ich wusste nicht, wer das Publikum ist, deswegen habe ich es erstmal so allgemein wie möglich gehalten. Ich möchte mich bedanken. Ich bedanke mich noch nicht. Kurzes Thema, es ist jetzt in den letzten Tagen ist ein Buch erschienen, wo es um Drohnen geht und um Roboter, um künstliche Intelligenz. Nehmen wir mal künstliche Intelligenz in Form von Intelligenz einer Ratte zum Beispiel. Maschinen, die in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, vor allen Dingen ethisch, moralische, konsequenzialistische Entscheidungen, zum Beispiel einen Menschen zu töten, weil er das Muster von dem, was der Computer ihm, also was ihm gesagt wird, umbringt. Das wird noch ein Thema werden. Unbemannte Luftfahrt, wir haben die ganzen Drohnen schon überall fliegen. Was habe ich gelesen? 300.000 Stunden fliegen die Amerikaner jedes Jahr schon Drohnen. Das soll massiv steigen. Das wird ein Riesending, es ist billiger, wir müssen keine Leute mehr riskieren, man ist fernab. Wunderbarer Film dazu kommt aus Mexiko, USA-Produktion, heißt Sleep Dealer. Da wird das schon so ein bisschen vorgesehen, so da sitzt dann so der amerikanische Soldat in seinem Haus oder so, der fliegt dann diese Drohne und bewacht dann die Wasserstellen in Mexiko. Ja? Und da ist dann so eine Familie, die hat ihren Hof da und da müssen wir drüber reden, weil jetzt in dem Film machen das noch Menschen, die diese Drohne steuern und entscheiden, schießen, nicht schießen. Aber wir sind mittlerweile auch technisch so weit, dass das Maschinen selbst entscheiden können. Und da müssen wir uns darüber bewusst sein, dass da auf einmal dann Militärstrategen auch Ethiker sein müssen und darüber nachdenken, wie wir in Zukunft vielleicht uns da, da müssen wir uns mit auseinandersetzen. Und das geht schneller, als man denkt. Also die offizielle Forschung ist auch schon sehr weit und man kann sich vorstellen, was in irgendwelchen Bunkern irgendwo schon sich zusammengesponnen wird. Das ist ein Thema, das möchte ich auch gerne echt nochmal mit sehr viel Bedacht anbringen, weil das mich auch schon Jahre beschäftigt, was passiert, wenn die Dinger irgendwann entscheiden zu töten. Das ist ein Riesending. Dann haben wir das nicht mehr in der Hand. Ich bedanke mich. Wie gesagt, ich möchte auch irgendwie nochmal zeigen, das Thema Cyberwar. Wir haben so eine Gruppe damals mit einem Kumpel aus Amsterdam gegründet. Da haben wir angefangen, Januar 2010, also 6 Monate vor Stuxnet. Da haben wir so mit, weiß nicht, waren wir 10, 20 Leute und jetzt sind wir 5.000. Also ich finde, das zeigt auch nochmal, wie das Thema sich so entwickelt hat. Das ist meine Webseite. Da findet ihr so über die letzten 3-4 Jahre so alles an Links. Ich habe alles gesammelt, alles zusammengepackt. Das fanden einige Leute, glaube ich, nicht so cool, weil ich halt irgendwie auch, weil ich halt im Grunde genommen alles an Infos, was ich glaube, was mit dem Thema was zu tun hat. Also da werdet ihr nichts über Anonymous oder WikiLeaks finden, weil das hat nichts mit Cyberwar zu tun. Da habe ich alles mal so gesammelt, Papers, wissenschaftliche Papers, alles Mögliche. Könnt ihr gerne mal stöbern. Ist eine ziemlich einfache Webseite. Ist auch eher interessant für Leute, die sich mal länger damit beschäftigen wollen. Bedanke ich mich ganz herzlich. Ich habe noch eine kleine Literaturverzeichnis hinten dran. Das Ding kommt bestimmt online, aber das ist jetzt auch erstmal egal. Würde ich jetzt auch noch Fragen beantworten oder diskutieren gerne. Let's go. Danke. Ich hatte nur noch eine kleine Ergänzung und zwar habe ich noch einen weiteren Hut auf, neben dem grünen, dem Romobil-E-Hut und dem einfach nur Besucherhut bin ich zufälligerweise auch in Physik und Abrüstung, das ist letztlich mein Studium und dort wollte ich auch nochmal den Fokus drauflegen auf Drohnen, insbesondere kleine, also Mikrodrohnen, weil das wird noch ein ganz, ganz intensives Thema, weil es dann eben nicht mehr wirklich erkennbare Drohnen sind, sondern eben sehr kleine Geräte, die auch mit ganz anderen Eigenschaften versehen werden können, als klassische Kriegsmaschinen.
Maschinerie und auch das wird sicherlich ein neues Thema werden, was in den nächsten Zeiten hochpoppen wird. Ich weiß nicht, ob du Herrn Altmann kennst, Theo Dortmund, ja. Dann weißt du, wo ich ungefähr verortet bin. Okay, alles klar. Ja, wie gesagt, ich habe mich mit dem Thema mal länger auseinandergesetzt, so, also ein bisschen so privat. Ich habe, wie gesagt, jetzt nicht im Schul, aber das Spannende ist eigentlich, diese Dinger können total tolle Sachen machen. Die können in Katastrophengebieten Sachen untersuchen, die können Wasser suchen, die können Vermessungen machen, die können Glasfaserkabel oder die können Dinge sehen. Wir können diese Drohnen oder diese, ich nenne es gar nicht, diese, ich nenne es dann nämlich nicht Drohnen, weil das ist der militärische Begriff. Ich nenne sie dann zum Beispiel unsere Quadrocopter oder unsere Luftschiffe. Die können total viele nützliche Dinge machen. Zum Beispiel für uns arbeiten, Dinge, die wir nicht können. Wir können nun mal nicht fliegen. Und diese Mikrodrohnen, das ist sowieso auch nochmal ein Thema für sich. Da gibt es auch ganz viele Hersteller, naja, und da wird halt ganz viel Geld gerochen. Und wir müssen uns halt überlegen, wollen wir wieder sozusagen in dem Bereich wieder so viel Geld für nichts investieren, dass am Ende sich Gegner gegenüberstehen und sagen, ja, wir haben jetzt alle diese Dinger, aber irgendwie, das Problem ist, glaube ich, der Unterschied zum Nuklearen zum Beispiel mit der Abschreckungsstrategie, die damals, die Zweitschlagskraftstrategie, die wunderbar spieltheoretisch aufzuzeigen, alle so, ich greife dich nicht an, weil danach schießt du zurück und dann sind wir beide tot, ist doof. Diese Hemmschwelle ist aber bei Drohnen nicht der Fall. Und auch da ist wieder die Attribution ein Riesenthema. Die Hersteller, die Teile, die da drin sind, die kommen aus aller Herren Länder, ist einfach nicht möglich. Da stehen wir auch wieder vor dem Problem. Es ist sozusagen eigentlich eine parallele Schiene, die zu dieser ganzen Cyber-Sache läuft. Ist diese ganze, diese ganze Schiene noch mit der KI und mit den den unbemannten Flugzeugen und so weiter. Also wie gesagt, da sollten wir auch, also da bin ich übrigens, kenne ich mich nicht so gut mit aus, aber das wäre auch noch ein spannendes Thema. So, Flo, ich habe jetzt nochmal eine Verständnisfrage. Vorhin am Anfang kam das so rüber, als würdest du als Cyberwar nur, also in die Definition Cyberwar, nur einbeziehen, also unmittelbar Steuerung von Waffen und im Grunde genommen so die Unbrauchbarmachung von Waffen mittels Software. Also, Sabotage, Manipulation, Zerstörung natürlich auch. Also im Grunde genommen ist ja das Spektrum von dem, was du da machen kannst, sowohl auf Software- als auch Hardware-Ebene, die eigentlich keine Grenzen. Also wenn du spionieren willst, dann machst du das. Wenn du sabotieren willst, dann machst du das. Wenn du aber zerstören willst, dann kannst du das auch machen. Ja, also Beispiel, da gibt es verschiedene Beispiele, die man jetzt nennen könnte, aber die Möglichkeiten sind eigentlich sehr, das hängt immer davon ab, was dein Interesse ist. Ich persönlich würde jetzt sagen, während eines Konfliktes will ich eigentlich alles. Da will ich spionieren, da will ich manipulieren, da will ich sabotieren, das ist eigentlich das Gleiche, Entschuldigung, und da will ich aber auch zerstören. Es kommt immer darauf an, was ich sozusagen in der speziellen Situation dann will. Wiederum aber jetzt, was ein kriegsauslösender Grund sein könnte, da denke ich eben, wären für mich im Moment nur die Spionage und die Sabotage in ganz, ganz besonderen Fällen ein Grund, um zum Beispiel einen Krieg jemandem zu erklären. Okay. Kabel, ja. Willst du eben, oder? Okay, ich habe keine Reihenfolge, nicht. Gut. Eine Frage dazu und auch, weil wir vorher über Drohnen gesprochen haben, hast du mal so eine Hausnummer, wie viele Leute jetzt durch so Cyberkram ums Leben gekommen sind? Weil das klingt jetzt so als der saubere Krieg. Ich bin jetzt Militär, ich sag, die haben Zentrifugen, die sollen weg. Jetzt habe ich so die smarten MIT-Absolventen, die schmeiße ich mit Geld zu, weil die haben eh keinen Job und Schulden und die bauen mir das. Dann fliegt irgendwo im Iran im Keller eine Zentrifuge an die Wand. Das war's und alle sind glücklich und jetzt kommst du und sagst, oh, das ist total böse und ich sag, wieso, ist keiner ums Leben gekommen, alles gut. Dieses Argument wird häufig halt eben auch genutzt, klar. Das ist ein Argument, was auch erstmal total logisch erscheint. Und diese Manipulation der iranischen Zentrifugen ist ganz klar. Da sagen viele Leute, wir brauchten keine Piloten hinschicken, wir mussten niemanden riskieren, wir mussten keine Iraner töten, wir mussten keinen nuklearen GAU riskieren und so weiter und so weiter. Ja, also das Wort sauberer, wie heißt es denn, sauberer Krieg, ne?
Nein, also das ist genau der Punkt so. Und da bin ich halt mittlerweile so, wo ich sage, ich am Anfang habe ich auch manchmal so überlegt, naja, für so einen General, der da irgendwie seine Leute schicken muss, für den scheint das ja schon irgendwie vielleicht ganz attraktiv zu sein. Aber dann habe ich mir überlegt, ich meine, guck mal, wir reden über Krieg und sauber und Krieg, das ist für mich irgendwie so eine Kontradiktion. So, das hat eigentlich nichts miteinander zu tun, weil es ist einfach nur eine Veränderung des Krieges. Und die Veränderung des Krieges bedeutet nicht unbedingt, dass die Konsequenzen auf Dauer sauberer sind. Denn wie ich gerade ja gezeigt habe, sind zum Beispiel die ganzen Sicherheitslücken oder die kritischen Infrastrukturen und so weiter. Es ist vielleicht teilweise kontrollierter im Vergleich zu dem Schlachtfeld, wo sich die Leute da noch gegenüberstanden. Aber die Anonymisierung und die Distanzierung des Krieges heißt nicht unbedingt, dass er sauberer wird, glaube ich, sondern dass er einfach eine ganz andere Dimension annimmt. Und diese andere Dimension würde ich eben, weil sie eben dadurch, dass sie eben so distanziert und anonym ist, eben, würde ich sie, das ist aber eine ganz persönliche Meinung, würde ich sie sogar ein bisschen als gefährlicher einstufen, weil sie eben so schleichend gekommen ist und eben auch gar nicht so an der Oberfläche passiert. Ne? Man hat keine Soldaten mehr mit Kriegsverletzungen oder sowas. Es ist eine andere Art geworden. Und da ist die Frage, ist das jetzt zivilisierter, sich so anzugreifen? Sagen wir mal, ich gehe jetzt mal Science-Fiction-Szenario, nur noch Roboter kämpfen gegeneinander. Das ist halt die Frage, ob Krieg nicht einfach immer sozusagen diesen Zerstörungsfaktor mitbringt und immer sozusagen zugunsten einiger weniger vielleicht einen Vorteil hat und auf Dauer eigentlich für viele Leute ein großer Nachteil ist. Also das wäre jetzt so meine persönliche Antwort darauf, wie ich jetzt auf dieses Argument sauberer Krieg argumentiere. Und das ist übrigens auch das, was alle Leute sagen. Das ist ja total, also deswegen glaube ich auch, wird das Thema uns in den nächsten Jahren oder auch noch länger verfolgen. Genau deswegen, weil das Argument für viele Leute, die Entscheidung treffen müssen in solchen Fällen, genau das Argument unglaublich plausibel ist. Unglaublich plausibel. Aber das wäre so meine Antwort darauf. Jo. Wo würdest du jetzt die Grenze ziehen zwischen Cyber und nicht Cyber? Weil ich finde jetzt, wenn man jetzt eine Drohne losfliegen lässt und die physisch irgendwas wegschießt, dann ist es ja eigentlich in dem Sinne kein Cyber-War. Drohne ist auch nicht Cyber. Das wäre jetzt nochmal eine andere Diskussion. Also das habe ich am Ende nur nochmal Träger nochmal, weil die Diskussion jetzt gerade auch in der FAZ und einigen Medien, habe ich gedacht, da möchte ich gerne nochmal hier auch die Chance nutzen, die Leute dafür das zu sagen, dass das Thema auch noch als parallel, das läuft parallel. Das hängt natürlich auch damit zusammen. Also die Predator-Drohnen, die haben ja auch Kameras und so, da haben sie ja auch irgendwann mal im Irak rausgefunden, okay, die sind nicht verschlüsselt, die Daten, und dann konnte man ja dann die Videomaterial mitschneiden. Also das läuft parallel, aber das ist sozusagen nochmal, das läuft parallel, ist aber nochmal eine andere Diskussion, die ich einfach nur nochmal am Ende so nochmal mit reinschieben wollte, weil ich auch finde, dass die gefühlt wichtig ist. Ja. Sonst nimm das. Hallo? Ja. Du hast eingangs ja schon gesagt, dass für viele Leute vor allem die Fremdartigkeit dieses Cyber viel von der Bedrohung oder der Angst ausmacht. Und ich habe jetzt gerade nochmal überlegt, so im Vergleich jetzt auch, wenn man es jetzt als Technologie sieht und jetzt beispielsweise vergleicht mit atomaren, biologischen oder chemischen Waffen, muss ich sagen, habe ich also vor dieser Art von Massenvernichtungswaffen einfach mal 100-mal mehr Angst, als ich das sozusagen jetzt erstmal vor dem ganzen Cyberkomplex hätte, der normalerweise jetzt ungefähr, vergleichsweise sich von den Folgen her wie eine Handelsblockade auch auswirkt, wenn ich halt dafür sorge, dass einfach dort irgendwo eine Wirtschaft zusammenbricht. Das kann ich vielleicht teilweise mit sowas erreichen oder also Sachen nicht funktionieren. Interessant aber noch in dem Zusammenhang ist, es gab so eine
Verschwörungstheorie, die ganz interessant ist, die da ganz, ganz gut reinpasst. In den USA sind ja dann ein paar Atombomber durch die Gegend geflogen mit scharfen Atombomben. Und keiner hat es erstmal gemerkt so richtig, beziehungsweise sie hätten da halt nicht mit scharfen Atombomben lang fliegen sollen. Die Verschwörungstheorie war jetzt die, dass irgendjemand durch einen Cyberangriff halt das Beladen und die Flugpläne und mit den Atomwaffen, dass der halt mit einem Cyberangriff dafür gesorgt hat, dass halt die Dinger da durch die Gegend. Das wäre so die Manipulation, und ja? Das wäre sozusagen der manipulative Aspekt dann an der Stelle, aber ja. Also wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ich glaube, man kann das damit zusammenfassen, dass die Facetten und die Komplexität der Ausnutzung von solchen Technologien eben dadurch, dass, wie ich das am Anfang ja mit diesem Durchwachsen durch alle Bereiche, dass dadurch eben eine unglaubliche Vielfalt der Angriffsmöglichkeiten, das heißt, dem Angreifer sind unglaublich viele Möglichkeiten gegeben. Ich kann das jetzt nur noch mal ergänzen, dass auch Leute berichten, dass sie eben wir produzieren irgendein Produkt und ich ziehe die Daten ab und ändere aber auch gleichzeitig irgendein paar Zahlen in deinem physikalischen Blatt und du produzierst das und am Ende ist die Produktion einfach Mist. Ja, so kann ich eben auch Wirtschaften schwächen. Ich kann theoretisch auch, ich meine, 70% des weltweiten Handels ist Computerhandel, also High-Frequency-Trading, da kann ich auch eine ganze Menge subtilen Mist machen, den merkt gar keiner. Und ich kann mir ganz viel Kohle verdienen. Das wäre nochmal so dieses Manipulationsding. Genau, also die Punchline wäre dann, dass ich den Gegner sozusagen mit seinen eigenen Waffen bombardiere. Das wäre so Worst Case. Das erinnert mich ein bisschen an diesen wunderbaren Film Doktor. Ihr kennt ihn alle. Okay. Gut. Stimmt, dann kommt auch irgendwie die Nukolirie. Der Lukus? Lukus? Die Nuckels. Das Interessante ist ja, dass wir da die ganze Entwicklung haben, die weniger von dem, ich will Informationen, ich manipuliere, bis zu, ich kann damit wirklich was anfangen. Also nicht mehr an K2K-Kommunikation denke und den CAN-Bus sehe und das ABS-System, dann ist da durchaus eine ganze Menge Potenzial, auch einfach mal Leute umzubringen und das gezielt, ohne irgendwo reingehen zu müssen. Also ich denke, da kann man wahrscheinlich noch wunderbar ausleuchten und dieses Thema, da stirbt doch keiner. Vielleicht mal ein Proof of Concept oder so. Darüber, nein, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ja, wie gesagt, es ist überall drin. Ja, dann noch eine Ergänzung, weil vorhin die Frage war, inwieweit man das irgendwie quantifizieren kann. Es gibt, glaube ich, eine Auflistung aus den USA, aus den Akten. Wenn dort Drohnenangriffe sind, müssen dort eben auch die getöteten Menschen sozusagen erfasst werden. Und es gibt ein Projekt, die nichts anderes machen, als aus solchen Akten wiederum sozusagen zu counten, wie viele Menschenleben daran schon gestorben sind. Und was ich noch ganz spannend finde, ist ja, wenn wir von Cyber War reden, dann gilt ja in dem Moment vielleicht auch Kriegsrecht. Und dann könnte man vielleicht noch so mal einige Parallelen aufziehen, wo man sich überlegen musste, ja, was hätten das für Implikationen? Zum Beispiel, ich weiß nicht, im Kriegsrecht, ich kenne mich da nicht aus, habe nie gedient, aber man darf ja keine Krankenhäuser angreifen. Und da sind nämlich genau dann da die spannenden Punkte. Was darf ich denn im Cyberwar? Ich darf bestimmt kein Krankenhausnetz angreifen und da die Maschinen runterfahren. Darf ich denn kritische Infrastrukturen wie das Stromnetz in der Stadt, wo auch sozusagen Krankenhäuser sind. Das ist so eine Sache, die ja gar nicht ausgehandelt ist irgendwo. Ja, also dazu kann man zum Beispiel sagen, wenn man Schadsoftware rauslässt in die freie Wildbahn, dann ist es erstmal raus und dann kann man da erstmal wenig Einfluss drauf nehmen. Und Konfiker zum Beispiel, der ja auch staatlichen Akteuren zugerechnet wird, weil er erstmal ganz komisch war, er hat irgendwie nichts wirklich gemacht, hat irgendwie keine Bankdaten geklaut oder so. Also Konfigur war so 2008 so ganz großes Ding. Ist unter anderem auch ein Krankenhaus befallen worden und da fing das erste Mal so in der Öffentlichkeit eine größere Debatte darum an. Ja, scheiße, jetzt ist ein Krankenhaus angefallen worden von einem Virus. Die mussten ihre Systeme neu starten. Ja, doof. Was machen wir denn, wenn das jetzt, sagen wir mal, ja, aber da kommt wieder genau die Frage, Kriegsrecht filtert eben nur oft zur Anwendung, wenn eben, wie wir vorhin gesagt haben, eben auch gewisse Akteure da mitspielen.
wenn die gar nicht erst vorhanden sind oder gar nicht bekannt sind, dann ist das sowieso alles erstmal. Aber da gibt es gerade eine Riesendiskussion. Das ist jetzt gerade von den USA und der NATO, die sagen, das funktioniert alles mit dem Kriegsrecht, wie wir es jetzt haben. Wird man abwarten. Ich bin da skeptisch. Sehr skeptisch. Aber ich will gar nicht mehr so viel reden. Was Pavel gesagt hat, dass jetzt von diesen Sachen, was Software und Hardware-Manipulation betrifft und so, jetzt dass es nicht vergleichbar ist mit der Gefahr von regulären Waffen, das sehe ich im Prinzip auch so. Was mir bei dem Themenkomplex am meisten Sorge macht, ist eher, dass Cyberangriffe als Vorwand für den Einsatz regulärer Waffen genutzt werden. Da beunruhigt mich auch diese Diskussion, was man ab und zu von den Staaten hört, dass da halt irgendwie Rechtsgrundlagen oder so überlegt werden, um halt Cyberangriffe mit konventionellen Waffen reagieren zu können und was ich halt dagegen für brandgefährlich halte. Das haben die USA jetzt auch letzte Woche offiziell bestätigt durch ihren Oberrechtswissenschaftler dort. Das ist der Fall, wenn eben ein gewisser Grad an Zerstörung auftritt, dann hat sich die USA vorbehalten, auch mit konventionellen Waffen zurückzuschlagen. Ich will aber auch noch mal sagen, also so ein bisschen würde ich das von Pavel noch ein bisschen ein bisschen anders beschreiben. Natürlich würde ich auch sagen, dass die Gefahr von nuklearen Kriegen wesentlich gefährlicher und viel schlimmer wäre als irgendwie so eine kleinere Cyberattacke. Man muss dazu aber ganz deutlich sagen, dass gerade dadurch, dass eben die nuklearen Waffen so eine krasse Zerstörungskraft haben, dass die Angst, das einzusetzen, viel, viel, viel höher ist. Die Hemmschwelle, das einzusetzen, viel größer ist. Bis heute ist es halt nur zweimal passiert. Und es ist auch gut so, dass das so geblieben ist. Bei der ganzen Cyberdebatte sieht man, dass eigentlich jede Woche mittlerweile irgendwas Neues in den Medien auftaucht. Und bis jetzt ist noch nichts Schlimmes passiert und ich hoffe, das bleibt auch so. Und da muss man halt eben nochmal gerade unterscheiden, dass eben die Hemmschwelle, und das auch mit den Drohnen, mit der Drohnendebatte ganz entscheidend, die Hemmschwelle, das einzusetzen, ist einfach viel, 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 viel geringer. Deswegen ist es meiner Meinung nach, also natürlich nicht vergleichbar mit einem nuklearen Krieg oder sowas, aber die Hemmschwelle ist einfach dadurch viel kleiner. Und das muss man auch nochmal in Relation zu dem, was Pavel gesagt hat, sehen. Also das ist, denke ich, auch nochmal so ein Punkt. Naja, und wie gesagt, du hast vollkommen recht, die Amerikaner haben sich das jetzt vorbehalten. Also das ist jetzt offiziell auch. Was ich da noch eigentlich wollte ich noch fragen, ist es nicht, was jetzt Sicherheitslücken und so an betrifft, eigentlich das Einzige, was man machen kann, militärische Systeme einfach so gut es geht von allem, was frei zugänglich ist, abzuschotten. Naja, also du willst halt irgendwie auch mobil bleiben und du willst heutzutage auch irgendwie deine ganze, alles miteinander vernetzen. Du willst die neue Technologie nutzen. Wenn du die nutzen willst, musst du halt vernetzen. Wenn du vernetzt, machst du dich angreifbar. Naja, und wenn du natürlich USB oder so sperrst und alles sperrst, dann kannst du deine Systeme nicht updaten. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Da wird natürlich da in den einzelnen Institutionen ganz viel drüber diskutiert, wie man das am besten macht. Nutzen wir jetzt die Cloud? Nutzen wir jetzt ein iPhone auf dem und so weiter und so weiter. Ja, ist auch über einen USB-Stick gelaufen. Ja, hing nie am Netz, das System. Ich möchte dazu noch einen kurzen Ausschwenker auch in die, das wünsche ich mir auch von den Piraten. Ja, dass wir vor allen Dingen was tun im Bereich von Software. Natürlich sind diese Systeme gehärtet in Militärs, ja, da haben irgendwelche DIN und ISO und weiß der Teufel was für Sicherheitsnormen. Aber ich wünsche mir auch, dass wir an Universitäten einfach auch wieder mehr Geld da hinein investieren, dass wir zum Beispiel Leute, Stichwort Dependent Typing, Beweisführung, mathematische Beweisführung von Programmen und so weiter, also sehr technisches Zeug, wo ich keine Ahnung von habe, also nicht so viel, aber lass uns das fördern fördern aus der Politik und fordern aus den Universitäten. Das ist alles langwierig und aufwendig und kostet Zeit und Geld und kluge Leute, aber die haben wir und wir können noch bessere und noch sichere Software schreiben
Und gerade in diesem Bereich sollten wir uns überlegen, ob das nicht eine coole Investition für die Zukunft ist einfach. Und ja, damit beende ich jetzt auch die ganze Sache und danke für eure Aufmerksamkeit. Applaus